Moin, meine Kampfkumpel-Zwerge und herzlich willkommen zu einem kleinen Projekt auf diesem Kanal. Wir spielen heute das Spiel The Backrooms Project. Ein kleines Spiel, was momentan noch nicht auf Steam erhältlich ist, nur die Demo-Version. Ich wurde nämlich vom Entwickler angeschrieben, ob ich mal Lust hätte, mir das Spiel mal anzuschauen und mir mal ein Bildchen drüber zu machen und gegebenenfalls Ihnen ein Feedback zu geben, wie ich das Spiel fand, wie ihr das fandet. Und ja, ich bin schon sehr gespannt. Das Spiel soll ungefähr, je nachdem, wie doof ich mich anstelle, 1 bis 2 Stunden gehen. Es soll auch irgendwann einen Multiplayer, oder besser gesagt, einen Multiplayer gibt es eigentlich auch. Der ist aber noch so ein bisschen in Bearbeitung. Aber es gibt sehr viele Updates, die regelmäßig kommen. Wie gesagt, ein kleines Spiel, was dementsprechend noch in Entwicklung ist. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Wir hatten ja schon 2 Projekte von Backrooms. Einmal Inside the Backrooms mit der Kali, was noch nicht fertig beendet ist. Und einmal mit Crusane das Spiel Escape the Backrooms. Also ich hoffe, dass so ein bisschen die Vorkenntnisse von den anderen beiden Spielen mir so ein bisschen helfen, da durchzukommen. Ich höre schon Herzschlag. Es wird gruselig. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein und schauen uns das kleine Spielchen an. Mal sehen, wie doof ich mich anstelle. Let's go! Oh, du meine Güte. Huh, wartet mal. Kann ich die Maus vielleicht ein bisschen runterschrauben? Jetzt nicht so Grafik. Was mich so ein bisschen wundert, dass meine Grafikkarte bei 95% ist. Ist doch schon ein bisschen heftig. Gut, wir gucken mal, ob wir das so hinbekommen mit der Maus. Dann darf ich halt mich nicht so schnell bewegen. Oh Gott. Lichtgeschwindigkeit. Ups. Hoch. Gut, so können wir lesen. So können wir das wieder zumachen. Ich habe auf jeden Fall einen Körper. Wenn ich da mal wegrenne, ich bin innerhalb von Sekunden weg. Das sage ich euch. Ich höre Schritte. Meine eigenen. Ich hoffe, dass ich mich nicht besonders doof anstelle. Ich kenne mich. Ich werde mich sehr doof anstellen. Gut, das ist zu. Ich glaube, ich muss in diesen wunderschönen... Okay, ist, glaube ich, sehr laut. Auf meinen Ohren zumindest. Unbekannter Bereich, Kontrollraum und Levels in die Richtung? Ich würde erstmal in den Kontrollraum gehen. Okay, ich mache mal kurz die Musik ein bisschen leiser. Vom Ausschlag her ist es sehr laut, glaube ich, gerade. Sounds kann man noch nicht einstellen. Eieiei.
Gut, ich glaube, da soll ich noch nicht lang. Gehen wir mal zum Kontroll. Meine Güte, ist das laut. Was mir nur so ein bisschen Sorge macht, ist die Grafikkarte auf 95%. Oh. Okay, ich habe... Essen und Trinken. Okay. Ich hab's rausgeworfen, glaube ich. Ups. Da habe ich anscheinend die eine Dose gerade weggeballert. Gut, Leute, drückt niemals sie. Da ist eine Tür. Hallo? Eine Taschenlampe. Ich schäme mich gerade, dass ich so ein bisschen mein Trinken weggeschmissen habe. Alles, was ich wissen muss, ist oft in diesem Buch. Hier hoch? Oh Gott, okay, okay. Ich dachte gerade. Taschenlampe nehmen wir mit. Oh, Moment mal, ich kann doch. Mit F die Taschenlampe nehmen. Ich nehme einfach jetzt alles mit, was ich finde. Ups. Energiebooster, sehr schön. Ich brauche aber ein bisschen Wasser noch. Kann ich die nicht aufeinander stacken? Nein, kann ich nicht. Ich mache mal kurz das. Energiebooster hier und ein bisschen Nahrung dahin. Wow. Vielleicht kommen wir jetzt an den Grinsebacken vorbei. Ich vertraue den beiden Freunden nicht. Wir gehen mal zu unbekanntes Territorium. Oh Gott, ich hoffe, die Viecher schreien mir jetzt nicht ins Ohr. Ich glaube, jetzt so unendlich groß ist es nicht. Wartet mal kurz. Eine Sache mache ich mal. So. Ich habe es jetzt mal über meine Software minimal leiser gemacht. Ich bin garantiert an irgendwas vorbeigelaufen.
Muss ich dahin, wo es dunkel wird? Weiß ich ja nicht, ob ich hier schon irgendwo war. Stamina, ich bin tot. Ich glaube, ich bin eine Runde rumgelaufen. Ohr. Gisela, schnauf mir nicht so ins Ohr. Alles in Ordnung. Oh, Stamina ist ja mega im Arsch. Ich habe definitiv die Orientierung verloren. Aber ich habe das Gefühl, dass ich hier schon mal war. Woher bin ich verletzt? Ich glaube, wir brauchen 3 Stunden. Also dieses ganz aggressive Atmen. So habe ich mich immer angehört, als ich einen Asthmaanfall hatte. Diesen Gebieten hier nicht. Hallo? Ich war hier schon. Wisst ihr, was ich bei sowas immer hasse? Dass vielleicht urplötzlich irgendwas direkt vor mir steht? Und dann was sieht er. Geh nicht ins Dunkle, Karen. Hallo? Und diese ganzen verschiedenen Geräusche und dann immer noch dieses Knacken im Hintergrund. Denke ich jetzt mal, oh, was läuft hinter mir? Bin ich hier lang gelaufen? Oh. Mitgenommen, mitgefangen, mitgehangen und so. Nein. 666. Nein, falscher Knopf. Nein, 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 das wollte ich nicht. Nein, ich muss Zahlen finden. Na, das wird jetzt definitiv länger dauern, Leute. Kauft euch was zu. Kauft euch was. Kauft euch einen Snickers. Ich werde das hier nie wiederfinden.
Hier ist irgendwo ein Vieh in der Nähe. Also irgendwo wird etwas sein. Wie es immer bei dem... Hier ist gerade etwas. Hallo? Ganz ekliger Rock. So, es soll hier ein etwas kleines Rätsel geben und dann noch ein etwas größeres. Ach ja, meine Lieben, sollte dieses Spiel mal verpackt sein oder einige Fehler noch drin sein, ihr wisst ja, Early Access, noch in Arbeit, das darüber sehen wir hinweg. Ich habe irgendwie das Gefühl, oh Gott, dass vielleicht hier irgendetwas sein könnte. Ich sehe schon wieder ganz komische Dinger. Bewegt sich die Olga? Ich frage für einen Freund. Ich werde diesen einen Raum nie wiederfinden. Ich frage mich, ob der Code dann random ist. Ich gerade ein bisschen leise bin, weil ich hier höre. So, ich höre was atmen. Das freut sich auf jeden Fall. Was? Das hört sich schon ein bisschen an wie... Oh mein Gott, wo war ich? Ich muss wahrscheinlich dahin, wo es schnarcht. Oh mein. Okay. Gut. Kann ich nichts machen. Dann wollen wir mal kurz hier schauen. Ist jetzt die Frage. Hier ist die 1. Hier
Ein, zwei. Drei. Gut. Dann wissen wir ungefähr, wie wir das machen müssen. Wo ist die eins? Eins. Zwei. 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 Zwei, zwei. 220 2201 2201 2211 Oh, Wasser brauche ich. Okay, verstehe. Das ist auch ein bisschen Wasser. 22011. Bin verwirrt. Ja, die Zeilen stehen auch ein bisschen verkehrt herum. Sind die Teile so groß? Ist das der Code? Zwei, zwei, null, eins, eins. Zwei, zwei, null, zwei, zwei, null, eins, eins. 11022. Da sagt der Error. 22011. Scheinen wir irgendwas richtig gemacht zu haben, aber ich habe kein. Da fehlt so ein bisschen das Bestätigungs. Teil, dass man hier irgendwas geschafft hat. Ich meine, sonst würden wir ja jetzt, ne? Ihr wisst schon. Wie bin ich eigentlich hierher geraten? Kann mir das einmal sagen? Ein bisschen eklig ist es ja schon, ne? Also es scheint ja richtig gewesen zu sein, das mit den Zahlen.
Aber ich habe irgendwie nicht dieses gewünschte gehört. Also, ihr wisst schon, so ein gewisses, es hat funktioniert. War das vielleicht für die eine Tür, die wir da hatten? Ich dachte gerade, da steht einer. Bitte fress mich nicht. Eine Notiz haben wir. Du brauchst Codes. Hier ist eine. Okay. Wir brauchen also noch mehr Codes. Ja, bis auf den Weg zu den Teilen werde ich definitiv immer noch verdursten. Ich kann die Notiz auch nicht lesen. Oh, hallo! Hilfe! Ah, da ist es. Ich bin verwirrt. Aber das ist jetzt nicht das Gebiet, wo ich... Das ist ein fucking langer Gang, wo es hinten schwarz ist. Weiß ich nicht, ob mir das gefällt. Das gefällt mir auch nicht besonders. Oh Gott. Trinken. Ich glaube, ich war hier schon. Das Wasser bringt mir nicht besonders viel, oder? Also gefühlt... Ja, bringt... Bringt mir jetzt nichts... Vielleicht muss ich das so machen. Gut, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. So. Storage Room? 4224. Oh. Ja, gut, nein. 22011. Falscher Knopf. Wir sind also wieder da, wo wir... Hä? Bin ich nicht... Jetzt verstehe ich gar nichts mehr.
Ich gehe einfach mal diesen extrem weiten Gang entlang. Ich gehe mit meiner Laterne und die Laterne geht mit mir. Okay, da können wir momentan noch nicht lang. Was ist das für ein Geräusch jetzt gerade? Hallo? Was ist denn das für ein Affe? Ach süß. Habe ich 2 Eulas hinter mir? Mach mal! Lass mal! Was? Habe ich jetzt nicht wirklich gesagt? Okay, die wollten wohl keinen Mitternachtssnack. Hat er mich auch nicht. Ich verdurste. Doch, angegriffen hat er, aber ich hatte kein Effekt. Oh, Tatsache. Ich komme hier rein. Oh, hast du was zu trinken? Ich brauche Wasser. Ich brauche Wasser. Ist ganz schön stark. Ja, bringt mir irgendwie. Hier ist der Weg zum Level 3. I don't need to know about anything. Okay, dann. Nummer 4. Er kann sich nicht bewegen. Okay. Also nur in der Dunkelheit, Entschuldigung. Nur in der Dunkelheit Stärke ziehen. Okay. 5. Need to find a pit. Fünf wird mich killen, okay. Das rechte ist in der Mitte. Oh nein, die Pitfalls. Ich muss ein Dings finden. Oh nein. Ja. Die Nummer 5 wird dich töten. Und was passiert bei der 4? Ach du Kacke, jetzt muss ich wieder zurück. Na dann.
Hakuna Matata. So. Das sind 6. Die Nummer 5 wird mich töten. Das da hinten oder das hier vorne. Das heißt, ich werde 1 in der Mitte benutzen. 1, 2, 3, 4, 5. Oder 1, 2, 3, 4, 5. Oder man zählt 1, 2, 3, 4, 5. Je nachdem, wie man das zählt, ne? So, die richtige, das Richtige ist in der Mitte. Mit kein Exit ist auf der anderen Seite. Springe und hoffe. Hakuna Matata. Ich glaube, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft, Leute. Ich bin leicht verwirrt. Ich hab's irgendwie geschafft. Kann man das stacken? Nein, kann man nicht. Brauche ich die Bücher dann noch? Ich hoffe, ich brauche sie nicht mehr. So, wartet. Kann man speichern? Speichert das Spiel oder muss ich dann von vorne anfangen? Dunkel war es, der Mond schien helle. Oh. Hallo? Oh mein Gott, ist das dunkel. Oh mein Gott, nee, da sehe ich ja nichts. Hä? Oh, jetzt fange ich wieder komplett von vorne an. Okay, wir wissen aber schon mal Bescheid, ne? Aber das ist das, was wir, glaube ich, gefunden haben. Plus eine Taschenlampe. Plus ein Zettel. Ich will mal kurz was gucken. Ich hätte den grünen Pfeil dann entlang laufen müssen. Ah, guckt mal. Ich sehe nichts. Ich verstehe. Und hier kommen wir zu dem nächsten Level. Level 3. Also die Idee mit den verschiedenen Gängen ist ja schon interessant. Okay.
Okay, nein, das war anscheinend falsch. Ich gehe jetzt mal kurz bei dieses Do Not Enter rein. Gut, also kommen wir hier immer wieder rein. Schön, meine ganze Ware ist weg. Aber meine Lieben, dann würde ich sagen, dass... Nein, jetzt habe ich es weggeworfen. Mein Essen ist weg. Gut, aber dann gucke ich mal, ob ich das Spiel mal kurz ausmachen kann und dann wieder nochmal rein. Und würde sagen, ich werde hier erstmal ein Folgenpäuschen machen und dann können wir in der nächsten Folge uns diese Ebene angucken. Ja, meine Lieben, lasst gerne ein Feedback da. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge mit dem nächsten Level in der Hoffnung, dass ich dann nicht wieder irgendwo runterfalle. Und bis dahin, meine Lieben, vielen Dank fürs Zusehen und bis dann. Ciao, ciao.